Moin, grüß dich, hallo und ein herzliches Willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Harley Mudding. Schön, dass du hier mal vorbeischaust. Ja, in diesem Video möchte ich euch ganz gerne erzählen, wie es mir aktuell gerade geht. Dann möchte ich mich ganz recht herzlich noch bedanken, bleibt also dran. Und ich möchte natürlich euch noch erzählen, was kommt demnächst hier auf diesem Kanal alles. Ja, zuerst möchte ich erstmal sagen, wie es mir geht. Mir geht es aktuell nicht so gut. Ich bin seit gestern aus der Chemo wieder raus und habe, vielleicht kann ich das euch mal zeigen, hier diesen wunderbaren, ist nichts Ekliges, keine Sorge, diesen wunderbaren Schlauch hier dran. Dieser Schlauch führt von meinem eingepflanzten Port, da wird so eine Nadel reingepiekst, alle 14 Tage jeweils mittwochs. Und dann wird nach der Chemotherapie mir mit nach Hause gegeben, diese Pumpe. Ich hole die mal raus, vielleicht könnt ihr das erkennen. Da seht ihr dann hier in diesem Kunststoffgehäuse diese Art Luftballon. Und dieser Luftballon wird immer kleiner und schießt mir dann bis Freitag, von Mittwoch bis Freitag, diese mit hundertprozentigem Platinanteil, dieses Zeug in meinen Körper und soll mich retten. Christoph Daum sagte vor kurzem, diese Chemotherapie haut ihn jedes Mal anschließend 3 Tage tierisch um. Aber er sieht es nicht als Gefahr, sondern er nimmt es mittlerweile an als Doping. Doping für den Körper. So nehme ich das jetzt auch an, trotz der Nebenwirkungen. Die Nacht war wieder recht kurz. A, stört ständig diese Pumpe und B, muss man oft auf Toilette. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Ich bin hier oben in meinem kleinen Dachgeschoss. Studio, sage ich mal so, deswegen auch diese hässliche grüne Wand im Hintergrund. Das ist so eine Art Greenscreen. Da mache ich dann verschiedene Effekte drauf. Das ist für meinen anderen YouTube-Kanal, den ich schon 8, 9, 10 Jahre mache. Da stelle ich Produkte halt vor. Und daher lasst euch nicht verwirren von dieser grünen Wand. Also, es ist nicht mein persönlicher Geschmack, sondern das ist ja für das technische Know-how ist dieser Vorhang halt nötig. Ja, kommen wir jetzt erstmal, wie gesagt, also mir geht es aktuell nicht so gut. Wie gesagt, sollte ein Schnitt stattfinden und ich sitze hier plötzlich mit dicken Augen, dann könnt ihr euch vorstellen, wo ich gerade war. Aber momentan geht es mir, der Kaffee bleibt drin. Können wir weiterlegen in diesem Video. Danksagung. Ja, ich möchte mich recht herzlich bedanken. Ich habe gestern nach der Chemo, gestern Abend auf dem Sofa gelegen und habe da mal bei YouTube reingeschaut und mir wurde auch wieder angezeigt, wie jeden Mittwoch, dass Frank und Basti von Independent Shoppers wieder ein neues Video hochgeladen haben. Das tun sie jeden Mittwoch. Und ich traute meinen Ohren nicht und dachte, was ist denn jetzt los? Die haben tatsächlich Harley Mudding gegrüßt. Und dafür möchte ich mich recht herzlich bei euch beiden bedanken. Nein, ihr seid ja eigentlich ein Dreiergespann. Auch euren Kameramann, dessen Name ich leider jetzt nicht weiß. Ich möchte mich bei euch ganz, ganz recht herzlich bedanken, dass ihr meinen Kanal erwähnt habt und sogar auch verlinkt habt bei euch. Denn das baut auf und auch das ist Medizin und das tut mir unwahrscheinlich gut. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ganz großes Tennis, also das hat mich wirklich sehr gerührt und das pusht mich natürlich weiterhin. Vielen Dank dafür, lieber Frank und lieber Basti. Schaut euch den Kanal Independent Shoppers mal ein. Ich blende ihn für euch mal ein, so rum ist es besser. Und dann könnt ihr euch diese tollen Videos von tollen Harleys-Umbauten mal anschauen. Der Frank, der baut ja und schraubt ja schon, glaube ich, seit Jahrzehnten. Sieht aus wie 29, aber schraubt wohl gefühlt schon seit 100 Jahren an diesen Motorrädern dran rum. Und er hat ein Fachwissen, Freunde, das glaubt ihr nicht. Das ist wirklich sehr informativ. Wer da also Bock drauf hat, der schaut gerne mal bei Independent Shoppers vorbei. Die sind jetzt bei 9000 Abonnenten. Applaus. Und sie möchten es schaffen bis zur Custom Bike Showmesse, die findet ja in 9 Tagen schon statt, dann geht es los und da wollen die gerne bei 10.000 sein, kann ich nachvollziehen. Ich bin mit meinem kleinen YouTube-Kanal jetzt glaube ich bei 7.500, aber mich freut das ungemein, dass Independent Shoppers jetzt auch großen Erfolg haben, denn ich gucke sie eigentlich seit Anfang an und umso schöner ist es, dass ich erwähnt worden bin. Nochmals vielen, vielen Dank euch dreien. Ja, und was kommt als nächstes auf diesem YouTube-Kanal? Apropos, Moment, da will ich euch doch mal was zeigen. Ich habe nämlich hier diese Kamera, das ist die DJI Pocket 3, DJI Osmo Pocket 3, so heißt sie, die teste ich gerade, die nehme ich auch mit nach Bad Salzuflen, um mal zu gucken, ob diese Kamera was taugt. Und sie hat so ein tolles Face-Tracking, also die verfolgt mich immer, das finde ich ganz große Klasse. Und hier möchte ich euch mal ganz kurz dieses Video zeigen und hier
könnt ihr mal sehen, das Video, was ich meinte, was Independence Day, Independence Day ist ein Film. Sie bringen Elvis mit! Independent Shoppers, was die für mich da gemacht haben. Und das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Schauen wir mal rein. Draußen ist wirklich räudig kalt. Zu kalt, wirklich, das ist mir zu kalt. Da werde ich krank, ey. Also, herzlich willkommen zum neuen Video. Bevor ich es vergesse, ihr könnt meinen YouTube-Kanal checken. Harley Mardin. Klingt jetzt lustig, aber hat so einen kleinen Schicksalsschlag zu bewältigen und bewältigt es so ein bisschen mit Motorradfahren. Und er teilt in dem Kanal auch so ein bisschen das Empfinden seiner Krankheit, was er empfindet, was passiert, Reaktionen, Lebensumstände und so weiter. Aber wie gesagt, wenn ihr Bock habt, guckt mal drauf. Könnt ihr unten verlinken. Genau. Unten drauf verlinken. Einmal Harley Mardin, Maddin. Wenn ihr Bock habt, schaut mal. Kommt der eigentlich her, weißt du? Ach, müsste ich jetzt immer. Im Norden, glaube ich, oder? Ich meine ja. Nichts falsch sagen. Ja. Okay, also liebe Grüße an der Stelle. So. Ja, vielen, vielen Dank, Basti und Frank. Das war wirklich ganz großes Tennis. Das hat mir wirklich, also, ich muss schon aufpassen, dass ich schon wieder anfange zu heulen. Denn das ist wirklich, das haut mich um. Ja, wie gesagt, mir geht es nicht so gut. Schon allein diese Drehungen, das macht mich hier ganz schön schwummerig. Aber egal, ich halte durch und ich will euch auf den Laufenden halten. Deswegen jetzt noch Part 3 zu diesem Video. Was kommt als nächstes? Natürlich bin ich auch am 2. Dezember, wenn es mir gut geht, auf der Custom Bike Show Messe mit Birgit. Natürlich, wir haben so ein bisschen Videomaterial mit dabei, Video-Equipment meine ich, und werden da auch ein bisschen filmen. Und wenn du mich erkennst, ich habe ja diesen tollen Pullover dann an, Harley Mardin, mach mich voll zum Depp, ist mir aber auch völlig Latte. Was, wenn einer mich auslacht, dann ist es halt so, aber so könnt ihr mich vielleicht erkennen. Und wenn ihr Lust habt, sprich mich doch einmal bitte drauf an. Vielleicht habt ihr auch mal Lust, mit in diesem Video reinzukommen. Wir bringen ein Video, ein Mikrofon mit, Entschuldigung, um dieses Video mit euch dann zu schneiden bzw. zu filmen, und dann anschließend kann ich es dann schneiden und dann seid ihr auch mal bei YouTube. Ist doch auch mal schön, oder? Also keine Scheu, sprich mich bitte ruhig an. Wir sind so dankbar. Bei dem ersten Video haben wir jetzt schon über 14.000 gesehen und so viele positive Kommentare, sind alle positiv. Das hat uns schon wahnsinnig umgehauen. Ja, und dann kommt natürlich noch weitere Videos. Ich besuche zum Beispiel Gensler. Gensler ist euch vielleicht ein Begriff, die tollen Shopperhelme. Den Laden werde ich demnächst besuchen und dann natürlich auch das große Video über H-Town Custom, also das, der Laden, wo ich tatsächlich mein Motorrad gekauft habe. Ich stelle euch den Chef vor, den lieben Nico. Grüße gehen raus, Nico. Und natürlich werden wir natürlich auch den Stand von Nico besuchen auf der Custom Bike Show Messe. Und freut euch drauf auf die ganzen kommenden Videos. Natürlich würde ich auch an schönen Tagen jetzt im Herbst auch ein paar Außenaufnahmen wieder drehen vom Motorrad aus. Aber die Platinanteile in dieser Chemotherapie sorgen leider bei mir mit den Nebenwirkungen extrem dazu bei, dass ich also wirklich ein extremes Kribbeln habe in den Füßen und in den Fingerkuppen. Das ist wie so Kriechstrom, das nervt total. Also wenn ihr mal irgendwie kaltes Wasser habt und wascht euch mit kaltem Wasser die Hände, dann ist das wie ein Stromschlag. Es ist ganz unangenehm. Ich muss immer warten, bis das Wasser warm ist. Ich kann auch nichts Kaltes trinken. Und das hatte ich aber alles schon euch in den Videos mal erzählt. Und jetzt wollte ich mir vor kurzem, ich habe hier von Rick Motorcycle, Harley Davidson, habe ich mir hier dieses Kabel gekauft. Das ist für die Batterie, ist das geeignet, um schnellstmöglich die Batterie aufzuladen. So ein Kabel wird einfach nur an die Batterie geklemmt. Ja, hier seht ihr Plus und Minus. Und dann habt ihr hier diesen Adapter. Da kann ich dann direkt das Ladegerät anschließen unter dieser Kappe. Und das ist für mich natürlich einfacher, als wenn ich mit meinen Platinfingern da jedes Mal den Sattel abschrauben muss. Ist ja nur eine Schraube, aber ihr könnt euch das nicht vorstellen, wenn ich diese kalten Schrauben anfasse in der Garage, dann ist das wirklich sehr unangenehm.
Und nun habe ich so vieles gelesen. Es ist ja eigentlich für mich nur die Tatsache, löst Plus und Minus lösen und dann die beiden hier draufstecken, wieder festschrauben. Aber jetzt hatte ich im Internet gelesen, dass man Acht drauf geben muss auf die Alarmanlage. Also erst Zündung an, dann die Hauptsicherung ziehen. Ich weiß noch nicht mal, wo die Hauptsicherung ist. Also das ist so peinlich. Ich weiß, ja, 2 linke Hände und 10 Daumen. Und dann müsst ihr, dann könnt ihr dann dieses Kabel hier anschließen. Ich weiß es wirklich gesagt gar nicht, ehrlich gesagt, wie das funktioniert. Vielleicht frage ich auch den lieben Nico, weil bei Nico bin ich demnächst ja auch wieder mit dem Motorrad, denn ich bekomme einen wunderbaren Lenker dran geschraubt. Ich verrate das Geheimnis noch nicht, aber lasst euch überraschen. Vorher, nachher wird dann natürlich auch noch präsentiert und dann könnt ihr mal gucken, was euch besser gefällt. Also mir gefällt dieser Lenker, der jetzt rankommt, der gefällt mir unheimlich gut. Und bin schon sehr gespannt, wie die Haltung an sich so ist. Oh, ich habe heute Morgen wieder Wortfindungsstörungen, seid mir bitte nicht böse, aber ich weiß auch nicht, woran es liegt. Muss immer aufpassen, dass es mir nicht, dass ich auf Toilette muss. Ist wirklich unangenehm, Freunde. Ja, und wie gesagt, bin ich schon sehr gespannt. Ich hoffe auch, dass ich diese Perspektive, wie ihr auf dem Motorrad, wenn ich auf dem Motorrad sitze, dass ihr das auch so vermittelt bekommt, als würdet ihr da am Mitfahren sein. Das ist für mich auch so wichtig, dass man das so ein bisschen mitverfolgen kann. Ja? Das soll natürlich auch weiterhin so bleiben. Deswegen bin ich auf diesen neuen Lenker bin ich schon sehr gespannt. Da müssen auch die ganzen Bautenzüge müssen noch umgebaut werden. Also das ist schon ein größeres Paket, was Nico da in Angriff nimmt für mich. Und wie gesagt, Age Custom, die werden das schon da richtig, Age Town Custom, die werden das schon richtig machen. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ja. Birgits Motorrad ist übrigens gerade auch schon da. Die bekommt ja den neuen Heckfender, das hatte ich ja in dem Video schon erwähnt. Da bin ich auch schon sehr gespannt, da kriegt er auch noch ein Video zu. Und jetzt gehe ich wieder zurück aufs Sofa, ihr Lieben. Seid mir nicht böse, aber es wird Zeit, dass ich mich wieder hinlege. Mir ist schon ein bisschen komisch. Also Tabletten habe ich schon genommen. Ich hoffe, dass sie demnächst anschlagen. Eine Tasse Kaffee habe ich auch genommen. Und in diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn wir uns in den nächsten Videos wiedersehen. Oder wenn ihr Lust habt, dann sprecht mich bitte einfach an auf der Custom Bike Showmesse. Ich würde mich wahnsinnig freuen, euch kennenzulernen. Ja, ihr Lieben, dann, wie gesagt, bis zum nächsten Video. Vergiss das Abonnieren meines Kanals nicht. Ich würde auch ganz gerne weiter nach oben kommen. Und liked mir vielleicht auch dieses Video, wenn ihr Bock dazu habt. Und an dieser Stelle bleibt gesund. Das ist ganz, ganz wichtig. Geht zur Vorsorge. Ihr merkt den Krebs nicht. Wie gesagt, er ist plötzlich da. Und wenn man Pech hat, ist es vielleicht sogar schon zu spät. Also Vorsorge ist wirklich was Vernünftiges. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video oder bis zur Custom Bike Show Messe. Ich freue mich auf euch und ich freue mich wahnsinnig, euch kennenzulernen. Bis dahin, euer Harley Martin. Ciao.